willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Und wir haben ja letztens diesen wunderbaren Laser hier. Mit dem können wir nämlich jetzt Kapseln öffnen. Das machen wir jetzt direkt einmal. Dann werden wir noch alles für die Motte suchen und gucken, dass wir diese ausbauen. Und meine Community sagt euch gerade so süß, hallo. Kommt auf jeden Fall vorbei auf www.twitch.tv/live. Immer schön hier. Ich hatte auch gerade einen kleinen Rage-Anfall. Die Community hat mir einfach zugehört. War sehr entspannt. Und das ist ein Daumen nach oben da und ein Abo. Wir haben fast die 400.000 auf diesem Kanal, ey. Das macht mich so happy. Ich liebe diesen Kanal so sehr. Der macht mir so viel Freude und Spaß. Deswegen vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, fangen wir an. Okay, wir haben die Seemotte jetzt geladen, unserer Station. Jetzt gehen wir hier zur Rettungskappe 19. Kapsel. Die wird uns gerade angezeigt. Und holen da mal das ab, was wir brauchen. Das ging jetzt ja wirklich schnell. Ich dachte, das dauert viel länger. Ui, die ist aber, glaube ich... Ah, hier ist doch auch dieses Ding, wo mir gesagt worden ist, dass man hier irgendwas aufschneiden kann, oder? Hä? Soll die hier sein? Och. I'm so sorry. Hier sollte auch irgendwas sein. Ich vermute fast, dass wir da irgendwo hier runter müssen, oder? Da muss ich irgendwo hier runter. Die ist hier tief drunter irgendwo. Das heißt, man muss hier irgendwie... Kann ich das vielleicht aufmachen? Oxygen efficiency decreased. Ich dachte, ich kann das vielleicht öffnen. Jetzt lass mich endlich meinen Laser verwenden, Mensch! Hier vielleicht. Ah! Yes! Guck mal! Na, endlich! Kurz nochmal Luft holen und vielleicht auch nochmal die anziehen. So. Okay, cool. Nochmal eine versiegelte Tür. Oh, lol. Okay, egal. Wir holen uns das Ding. Ich hol dich da raus, was auch immer da drin ist. Es ist ganz egal. Welcome on board, Cap. So cool, gell? Das musst du eigentlich machen, wenn du nach Hause kommst oder deine Wohnung. Was das dann kommt. Oh, yeah. Dann, wo ist mein Scanner? Batterieladestation-Fragment. Hatte ich schon, verdammt. Hier ist doch irgendwas. Oh, hallo. Okay, ich glaube, sonst ist hier nichts mehr. Ich muss mal kurz in meine Motte. I need air. Will hier raus? Bisschen Panik. Und dann... gucke ich nochmal genau und alles durch und dann gehen wir zur Kapsel nach unten. Kann ich hier eigentlich auch irgendwie Licht anmachen? Habe ich kein Licht? Hier sagt er nichts dazu zu dem Bild. Ist dem einfach wurscht. Okay, sonst gibt es hier scheinbar wirklich nichts mehr. Hier auch nicht. Nichts zu scannen. Okay, dann gehen wir jetzt nach unten. Das kann ja lustig werden. Lass mal speichern. Hä? Ich habe doch gar nichts gedrückt.
Ich ahne nichts Gutes. Kommt man da hier jetzt irgendwie rein oder wie finde ich die? Die andere Tür ging nicht auf. Muss ich da irgendwie hier runter? Was sind das andere Ding jetzt? Ah, hier ist die, ne? Oh je, ich sehe schon. Oh no. Oh no, okay. Das ist gruselig. Wann kann ich denn mit meiner Motte endlich mal tiefer? Oh je. Ich sehe sie schon. Oder immer noch nicht. Gucken wir erstmal hier, ob es hier irgendwas Feines noch gibt für mich. Ist hier irgendwas für mich? Hier ist eine Kapsel. Oh. Oh, das ist neu. Yes. Oh, da geht's rein. Hallo. Kann ich nicht hier irgendwie auch Licht anmachen? Ah, nee. Hier gibt's sonst nichts mehr. Oh, doch, eine Tür. Oh, verdammt, eine versiegelte Tür. Wo ist denn meine Motte? Ich muss mal kurz meiner Motte mehr her und dann muss ich diese Tür mal öffnen. Gibt doch mehr zu tun als gedacht. Au. Oh, verdammt. Tut mir leid, Motte. Mann, ich will endlich tiefer mit der. Ich will... Hast du keine Taschenlampe? Ist eine gute Frage. Ich habe eine Taschenlampe, aber ich habe die nicht ausgerüstet. Wo ist denn die? Da. So, let's go. Da ist sie doch. Kam ich da nochmal rein jetzt? Wo ist denn der Eingang? Ah, hier. Okay. Habe ich jetzt den richtigen Helm an? Ja. Findet ihr eigentlich den zweiten oder den ersten Teil besser? Da tun sich ja auch die Geister scheide, gell? Let's go. In der Aurora findest du ein Modul, mit dem man tiefer tauchen kann. In der Aurora? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Da scheiden sich die Knulli-Geister, gell? Okay, eine Bank. Oh, Lichtstabfragment. Fast nicht gesehen, ist aber auch egal. Okay, oh, da ist noch was. Energiezellen-Ladestation. Oh. Okay, dann lass mal schnell raus hier. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht. Zurück in meine Motte. Das war doch wirklich sehr effektiv.
Maximum Depth reached. Hull damage imminent. Ich glaube, dass hier noch super viel Zeug liegt, was ich einsammeln kann. Es ist aber so unfassbar dunkel. Und hier ist, kann man bestimmt auch noch reingehen. Bin eigentlich fast sicher. Wärmekraftfragment. Nice. Hört ja gar nicht mehr auf, ey. Wir finden ja super viel. So, hier ist wieder eine Tür zum Öffnen. Also das Laserchen war wirklich eine gute Investition. Man kann nicht jede Tür öffnen. Also nur wenn die so verbeult sind, kann man die Türen öffnen. Das Raum... Ach, das Schiff ist die Aurora. Okay. Oh, was ist das? Verdammt, ich habe zu viel. Brauche ich nochmal was? Ich nehme jetzt einfach mal ein Medkit. Oder irgendwas zu essen oder zu trinken? Nee. Gibt's hier noch was? Yes. Ich möchte es alles nehmen, ich habe aber keinen Platz. Hasse es. Mal kurz Luft holen hier und gucken, was ich nicht mehr brauche. Welcome aboard, Captain. Okay, die Dinger schmeiße ich raus. Bäb, bäb. Bläb, bläb. So. Bläb, 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 bläb. Rein da! Was ist das hier? Ist da noch irgendwas? Okay. Okay, ich glaube, das war gut. So, jetzt wird's ernst. Jetzt gehen wir runter die Tiefen. Ich hätte aber eigentlich gern, dass es da Tag ist. Oder ist hier unten einfach so dunkel, dass die Sonne nicht mehr durchkommt? Nee. Oder? Oder ist schon sehr lang dunkel? Oh, Motte, verlass mich nicht. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Okay, Motte, ich muss da jetzt alleine runter. Es war schön mit dir. Ist eine Kaffeemaschine? Okay, nochmal kurz Mottenluft holen. Und jetzt runter. Ist nicht mehr zufällig irgendwas Aufgeschlagenes? Kann ich da? Ah, doch. Ist hier nichts zu scannen? Ich glaube, das war's, ne? Okay, weg hier! In der Motte kann ich auch Dinge lagern. Was? Wie? Okay, ich bin zufrieden. Hier, Aurora-Treffpunkt. Da gehen wir jetzt hin. Hat doch vorhin was von der Aurora gesagt. Da kann ich doch meine Motte dann tiefer tauchen gehen. Was ist das hier? Ist das die Insel? Oh mein Gott, ja. Oh yeah! Geil! So, was haben wir hier jetzt noch so Feines? Aurora haben wir und letzte Rettungskapsel haben wir jetzt auch. Und da ist noch eine, oder? C-Motte, das ist okay.
Und beim abgestürzten Schiff gibt es scheinbar noch das Teil, das ich brauche, um mit meiner Motte... War das ein Bermuda-Dreieck? Um mit meiner Motte quasi tiefer tauchen zu können. Das... Habt ihr das gehört? Muss ich da noch irgendwie hin oder warum wird es noch angezeigt? Trockenes Land. Was war denn das für ein Geräusch? Oh, die kann die Insel backen. Oh no. Ich gehe jetzt gleich nochmal zum abgestürzten Schiff und suche mir dieses Modul zum tiefer tauchen. Das wäre extrem cool. Liegt es im Schiff oder außerhalb? Weil da ist ja auch dieser Kack-Reaper, ne? Hm. Einsames musst du an der Seite lesen, was es ist. Ist wichtig und in der Aurora sind auch wichtige Sachen jetzt mit dem Schneidegerät. Ach, stimmt. Also muss ich jetzt ins Raumschiff. Und damit kann ich Dinge aufschnibbeln. Gut. Dann wollen wir essen, trinken und gehen nochmal zum Raumschiff. Mit unserer kleinen Modde. Und die Modde darf jetzt auch mal laden. Süß, wie sie da alleine hochfährt. Sie werden so schnell erwachsen. Komm her, ich reiß dich aus deiner natürlichen Umgebung heraus. Ja, schrei nur. Schrei nur. Hier, so ein Bumerangfisch gönne ich mir auch noch mal. Hier, so ein Glubschi. Aber wieso wird mir dieses Signal jetzt noch angezeigt? So eigentlich irrelevant. Komm her, kleines Fischi. Blub. Verdammt, mein Inventar ist voll. Mensch. So. Schön, dass du mir so entgegenkommst. Du Raubtier. Ich fress den ganzen Ozean leer. Es ist halt wirklich so. Ich weiß nicht, warum ich zwei Scanner habe. Ich habe einen, glaube ich, gefunden sogar. So. Lädt da oben die Energie der Motte oder was ist das? Hier. SS. Trink, trink, trink. Okay, was ist denn hier? Nährstoffblock. Der Nährstoffblock kommt jetzt mal weg. Und kleiner Probebehälter. Und hier dieses Probenanalysator nicht funktionsfähig. Aus wie eine riesen Kaffeemaschine. So. Dies Rekonstruktion. Ach, die gehen auch kaputt. Oh, Ladezustand. Es braucht alles Batterie, die Scheiße. Oh Mann. Großes gefiltertes Wasser. Ah, das kann ich auch trinken. Nice. Okay, ich glaube, das passt mir so. Wer auch immer die Kaffeemaschine ist, ich packe das mal hier rein. Nur damit wir es alle im Blick behalten. So. Speichern. Alles Deko. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Schiff. Und gucken, dass wir da nochmal irgendwie reinkommen. Der wollte mitgenommen werden. Also das lädt doch voll schnell auf, Leute. All systems online.
Lädt doch voll schnell. Overwatch 2 werde ich auf jeden Fall spielen. Ich habe noch kein Modul. Ich hole mir das jetzt aus dem Schiff. Da, wo dieser Kack-Reaper ist. Oh. Genau so. Scheiße. Genau so! Ich weiß gar nicht mehr, wie ich in das Schiff reingekommen bin. Ich bin damals das erste Mal dahin ohne Seemotte. Jetzt kommt halt der... Oh. Kommt halt gleich dieser Reaper und greift mich halt an, ne? Wie habe ich das damals ohne meine Strahlen, meinen Strahlenanzug geschafft? Gar nicht, oder? Ich hatte den schon. Wie kann ich mich da rein sneaken? Muss ich gleich mal gucken. Gibt es hier noch irgendwelche Türen, die ich öffnen kann? Kann man das scannen? Irgendwelche Türen? Irgendwas, was hier geöffnet werden möchte? Scheinbar nichts. Ich hab jetzt Angst, dass der Kack-Reaper kommt. Oh, hallo. Okay, sieht noch gut aus. Noch kein Arsch in der Nähe. Oh, ouch. Wie komme ich denn da am besten rein? Hier, oder? Das sieht doch aus wie Welcome. Hier, oder? Sieht doch so aus, könnte ich hier hoch. Unten ist hier auch nichts mehr. Ja. Now we're talking. Genau. Aua. Erstmal voll begrüßt worden hier, ey. Jetzt brauche ich erstmal mein schönes Schneideschmesser. Boah, geil, mein Messer ist richtig stark. Ich speichere mal. Mein Messer ist richtig stark jetzt. Nice. Nice Rüse. Leg dich nicht mit meinem Messer an. Du Sack. Okay, wir gehen weiter. Da war ich schon überall, aber... Ich habe jetzt ein heißes Messer und kann die auf zwei Schläge killen. Und... Ich kann jetzt verschlossene, verschweißte Türen öffnen. Wir haben also eine ganz andere Position, als wir davor hatten. Wie kann man denn hier nur drauf latschen, wenn das alles so explodiert? Ich würde da so Panik schieben. Ich hoffe, ich habe meinen Feuerlöscher dabei. Yes. Feuerlöscher, Feuerlöscher. Okay, den brauchen wir nämlich da vorne. Und ich glaube, da gab es doch auch verschweißte Türen.
So. Wo gab es hier nochmal Türchen zum Öffnen? Hier nicht, ne? Nee. Da hinten aber, glaube ich. Die Schubkanone ist wichtig. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht. War das nicht hier? Nee. Oder muss ich da dann hier drüber jumpen? Oh Mann. Okay, wir sollten uns jetzt mal heilen. War hier nicht irgendwas? Konnte ich hier nicht irgendwelche verschweißten Dinge öffnen? Oder war das woanders? Oder soll ich vielleicht lieber raus und im Wasser nachgucken? Drin tiefer im Schiff heißt es, ich muss schwimmen? Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen? Oder muss ich drinnen tiefer ins Schiff? Oder muss ich da, wo ich gerade tauchen konnte, tiefer rein, ne? War es schon richtig? Ich glaube, ich muss da tiefer rein, okay. So. Dann muss ich da runter tauchen. Ah. Nehmen wir nochmal meinen Laser mit. Laser. So, der Laser. Ein Zyklopen. Oh shit, ich glaube nicht. Kann ich noch nicht. Glaube ich. Gucke ich gleich mal. Stimmt, ich kann ja immer und überall bauen. Okay, wir gehen jetzt mal rein. Waren hier nicht irgendwelche Türchen, die ich öffnen konnte? Da vorne. Da ist eine Tür. Yes. Let's go. Und da kann ich scannen. Oh mein Gott, was ist das? Aua! Wie ekelhaft. Okay. Wo bin ich hier? Was? Oh Gott, hier gibt es ja eine Menge, oder? Können wir mal das Heilkit mitnehmen? Oh, hallo. Integrating new PDA data. Gibt es hier noch irgendwo was? Ah, da. Eine Wasserflasche. Ja, nein. Scannen gibt es hier nichts, glaube ich, oder? Krebsdock. So, was ist das hier? So, erstmal einen Schlucki Wasser nehmen und einen Fisch essen. So. Guck nochmal die Schränkchen hier durch. Ah, da ist noch was. Ah, yes, nice. Jetzt haben wir alles. Integrating new PDA data. Okay, weiter geht's. Ich glaube, hier kommt man nicht weiter. Lass uns nochmal zurückgehen. Wir haben ja noch mehr Möglichkeiten, hier lang zu düsen. So. Hm.
Da geht's ja auch noch weiter. The drive core shielding sustained internal damage. Do not attempt repair without appropriate qualifications. Okay. Oh, eine Zyklopenmaschine. Oh, ein Leck. Warning, local radiation at maximum tolerable level. Upf. Kann ich das Schiff reparieren? Warte mal, ernsthaft? Ach Wahnsinn, wie witzig. Ich kann es reparieren. Oh nice. Okay. Das sind bestimmt noch mehr Lecks. Aber sowas von. Ach witzig. Wenn es doch nur so einfach gehen würde, ne? Ich hätte auch gern so ein Teil. Das wäre nice. Okay. Ah. Oh, du Nervensäge. Schnell! Du Arsch! Hasse dich. Ekelhaft. So, die Sau. Ich hoffe, mein Ladegerät hält es noch aus. Ich muss mal kurz Luft holen. So. Komm schon, du schaffst es, mein kleines Ladegerät. So. Ich habe voll den krassen Strahlenanzug. Okay. Ich hoffe nicht mehr viele. Bleibende Lags 2. Wo? Hier ist noch was. Was funkt? Boah, ganz schön viele Löcher, ey. Und das letzte. Let's go, Leute. Okay, nice. Oh, schon wieder so eine Sau. Okay. Immer noch kein Signal. Kann ich da jetzt rüberdüsen? Keine Strahlung mehr. Geil. Dann kann ich ja wieder meinen alten Anzug anziehen. Nee, ist immer noch da. Ah! Aber was kann ich jetzt noch machen? War es das hier? Kann man da noch rüber? Muss man da noch rüber? Gibt es da irgendwas? Geronimo! Nö. Hier gibt es auch nichts mehr. Jetzt habe ich da eigentlich alles eingesammelt vorhin. War noch eine tolle Zyklopen-Maschineneffizienzmodell. Nach Wochen ohne Kontakt mit Menschen ist ein psychologisches Unwohlsein normal. Forscher zeigen, dass die Symptome durch die Anschaffung eines Haustieres oder Vermenschlichung eines unbelebten Objekts gemildert werden können. So, hier, Warnung. Örtliche Strahlung im Maximaltoleranzbereich. Das heißt, ich kann gehen. Ich gehe mal. Was ist das hier? Nix. Tschüss.
Geh nochmal zu dieser Krebsdoktür, weil alle sagen, du musst da hin, da geht die Party. Habe ich jetzt eigentlich schon für meine Seemotte das, warum ich überhaupt hier bin? Ich glaube ja nick. Ich glaube, ich muss das hier... Muss ich dafür meinen Feuerlöscher verwenden? Ich glaube schon, oder? Und dann muss ich hier bestimmt irgendwas einsetzen. Ich will aber jetzt nicht mein schönes... Oh, verdammt. Beschädigte Kabel, Reparaturwerkzeug benutzen. Oh. Jetzt ist mein Feuerlöscher alle. Was machen wir jetzt? Ja, moin. Umkleideraum. Strom. Wenn ich jetzt ins Wasser gehe, bin ich tot, oder? Ist ja alles voll Strom. Krebsfragment. Wo war ein Feuerlöscher? Wo war ein Feuerlöscher? Was im Raum, wo du repariert hast, gab es einen Feuerlöscher? Den nehme ich mir mit. Ohne den fühle ich mich nämlich überhaupt nicht wohl. Muss schon Spaß sein, irgendwie durch so einen Raum, der überflutet ist, zu schwimmen. Wenn es nicht deine Wohnung ist. Ich hab genug Heilung dabei, ist wurscht. So, wo ist hier einer? Wo ist ein Feuerlöschi? Ist der unter Wasser? Feuerlöschi, wo bist du? Ich brauche dich in meinem Leben. Oh, da schwimmt ja ein Arschfisch. Ah, nein, du Arschkackfisch. An der Wand. Das wusste ich. Ich wollte nur einen Abstecher ins Wasser machen. Oh, wie soll man das kleine Ding denn finden? Okay, cool. Dann kann ich den einen wegschmeißen? Oh, jetzt habe ich den falschen weggeschmissen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ist das ein Fehler? Okay, geil. Muss ich dieses ganze Zeug, was im Umkleideraum brennt, muss man das alles löschen? Na klar, ich teste nur die Aufmerksamkeit der Zuschauer. Kann ich eigentlich ins Wasser, ohne zu sterben? Oh ja, kann ich. Um Gottes Willen, es fühlt sich so falsch an. Ich glaube nicht, dass es hier irgendwas Besonderes gibt. Soll ich das hier löschen oder muss ich das nicht? Weil unnötig jetzt irgendwie... Ah, doch.
Okay. Kann ich den auch scannen oder ist der irrelevant? Ah. Sonst gibt es hier keinen mehr. Oder gibt es hier noch einen? Warum ist zurzeit so viel Werbung auf Twitch? Ist ja widerlich. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Haben die schon wieder irgendwas geändert? Oh, stimmt. Für durstige Leute. Sehr gut, dass sie mir so viel Wasser anbieten. Kann ich die eigentlich essen? Oh, ein Glastisch. Der wollte doch gerade noch irgendwas scannen, oder? Seht ihr das? Ah, ne, ist nur, wenn ich renne. Hm. Ja! Der Krebs! Der Krebs! Damit kann ich jetzt ganz tief unten laufen, ne? Geil. Geil, speichern, Mann. Wuhu, es geht ja richtig steil. So, erstmal sprayen. Oh. Oh, süß, die Katze. Keep Cam. Oh, ein Verkaufsautomat, geil. Okay, geil. Das Feuer kommt ja immer wieder. Ist ja super nervig. Ist hier irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Self-Scan wäre mal nicht schlecht. Ein Feuerlöscher? Wo? Also ich sage ja, man kann nicht genug Feuerlöscher im Leben haben. Ich habe hier auch einen neben mir. Brauche ich wieder irgendeinen Code. Kabine 1. Oh, ein Einzelbett. Oh, süß. Ich kann mir Betten machen. Endlich. Warum brennt denn das jetzt eigentlich so? Integrating new PDA data. Okay, kleine Einzelbettchen. Wo war das nochmal? Wo war der Feuerlöscher? Hier? Ah, da hinten. Nice. Nice city. Den brauchen wir auf jeden Fall. Keine Diskussion. Der wird gebraucht. Und Heilung wird auf jeden Fall auch gebraucht hier. So oft wie ich mich hier verbrenne gerade. So wenig hat es nur gebracht. Ich habe es hingeschmissen, deswegen. Geil. So, wir gehen jetzt nach rechts. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Ja. Hier waren, glaube ich, auch schon nicht drin. Wir haben alle irgendwie den gleichen Crush auf die gleiche Frau. Die habe ich jetzt schon 5-mal in 5 verschiedenen Kabinen gesehen. Ich glaube, die ist gut rumgekommen. That girl. Kabinchen. Ja, ihr hattet recht, ich krieg die Solarzellen wirklich hinterhergeschmissen. Und die Heilung ebenso. Ist da noch irgendwas? Ja.
Hier ist nichts mehr, ne? Nö. Okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. Da brauchen wir einen Code. In der Kabine waren wir schon. Oh, ich konnte irgendwas scannen. Genau gesehen. Ah. Ein Einzelwandregal. Ich würde gerne auch die Frau scannen, damit ich mir die auch ins Zimmer hängen kann. Hier brauche ich überall Codes. Wo kriege ich denn die Codes? Oh. Ja. Okay, die Codes kriege ich später. So, ich bin infiziert. Ja. Da haben wir doch eine Menge, Leute. Du hast den Code. Aber welcher? Und wo finde ich den hier? Unter diesen ganzen Tausenden von Messages. Das würde mich mal interessieren. Ach, in den Aufzeichnungen, die ich sammle? Oh je. Hier, der Code ist 2679. Aber für... Unser Weg, wir müssen die Baupläne... Aber für was? 2679. Da wird ja jetzt sicherlich... Aurora. Wandregal. Wartner runtergeladen. Habe ich schon gemacht, oder? So, das Modul für die Motte ist noch im Krebsraum. Das müssen wir unbedingt noch holen im Krebsraum. Ne? Das ist ganz wichtig. Ich gucke gleich mal, ob ich noch weitere Codes habe. Hier war kein Code mehr. Der Code war hier. Hier war da noch irgendwo. War denn jetzt der letzte Code? Da. Aber in der Aufzeichnung doch bestimmt auch noch irgendwo was, oder? Seht ihr noch irgendwelche Zahlenkombinationen? Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube, den haben wir nicht. Dieser Code müsste in den Datenbank. Scan doppelt. Was, ich soll mich nochmal scannen? Wo war denn das Doppelbett? Oh, Doppelbett. Geil. Nice. So, wir gehen nochmal kurz in den Krebsraum. Weil hier gibt es noch was für meine Motte. Aber ist es für meine Motte im Wasser oder draußen? Muss ich das hier alles löschen? Ich meine, ich kann es löschen, aber ich weiß nicht, ob ich das muss. Für die Motte. Weil... Oder ist es hier unten? Unten am Feuer. Wo ist denn der? Ist doch hier der Krebsraum, oder nicht? Feuerwehrfrau Gnu. Hier oder wo? Wo ist denn eigentlich der Krebsraum? Ich dachte, das wäre der Krebsraum. Was sind die Wohnräume? Wo ist denn der Krebsraum? Kantine?
Ach so, ich habe schon alle Krebsteile. Der hing da oben. Aber für die Motte soll doch hier noch irgendwas sein. Und wie komme ich in Kabine 1? Nee, nee, das habe ich schon. Für die Motte soll hier noch irgendwas sein. Ich will in die Kabine 1, Mensch. Den hatten wir gerade schon. Ich habe sonst nichts. Datenbank, nicht Aufzeichnungen. Oh je, und wo soll ich das finden? Betriebsprotokolle. Code-Hinweise, hier vielleicht. Eigene Notizen. Frachtrachtraum, ist es aber nicht. Hochsicherheit des Kapitän, ja, neues Angebot. Hier, Kabine Nummer 1, 1867. 1867, 1. 8, 6, 7. Hä? 1, 8, 6, 9. Kam ich auf 7? Integrating new PDA data. Oh, ein Plüschtier. Ich brauche das Plüschtier. Noch Wasser? I need this flush. So, nice. Und eine Heilung. Okay. Ein Käppi, süß. Ah, da ist nichts mehr drin. Okay. So, jetzt ist die Frage, was war noch mit der Motte? Jetzt kommen wir hier erstmal nicht mehr weiter. Was war mit Ülle-Motte? Ülle-Motte! Also, für die Motte soll noch irgendwas sein. Ach, da oben ist noch ein Krebs. Das sehe ich jetzt erst. Da oben hängt ja doch noch einer. Kann man den auch noch scannen? Tatsächlich. Der bringt aber nichts mehr. Gibt es hier noch irgendwas für die Motte? Es gibt ja einen Mottenraum. Da war ich aber noch nicht im Mottenraum, glaube ich. Umkleideraum. Wo ist denn nochmal der Krebshangar? Was meinten wir? Ach so. Kann ich da unten noch tauchen? Muss doch auch noch irgendwas geben, oder? Nö. Nee. Wie unangenehm, hier zu tauchen, echt. Da ist so Schiss. Ich mir einen Schlag hol. Also ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Hier soll irgendwo ein Gang sein, und zwar versteckt. Oh. Oh. Look at this! Ey, man muss hier wirklich genau gucken, ne? Hallo. Integrating new PDA data. Ist hier noch irgendwas? Oh, die Tür kann ich aufmachen. Wo ist denn mein... Da. Let's go! Ich würde generell nicht tauchen, ich würde mehr bleiben. Ich würde da generell gar nicht sein wollen. Ich hätte voll Angst, dass es mit mir untergeht. Ich nicht mehr rechtzeitig rausfinde, ertrinke oder irgendwie platze, weil der Druck mich so fertig macht. Nein! Meine Energie! Verdammt, aber ich habe doch Solarzellen, oder? Yes. Wäre ja gelacht. Wäre ja gelacht. So. Deswegen kriegt man hier so viel Batterien, ne?
Ist aber nett von denen, damit du nicht... Hier kriegst du so viel. Ich habe hier den Code nicht, oder? Was ist denn das für eine Kabine? Vielleicht habe ich den Code doch. Das ist voll nett, dass sie das machen, weil dann sonst hätte man wieder zurückgehen müssen. Lass mal kurz gucken, was wir noch für Codes haben hier, okay? Wir haben einmal neues Angebot. Wir haben hier noch 267 eigene Notizen. 1454 haben wir noch. 1454. 1454 probieren wir nochmal. Nee, da ist es nicht. Laborzugang. Ja, hallo. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Guck mal kurz Luft. Das ist so cool. Das wirkt gerade wie so ein komplett anderes Spiel irgendwie. Ist echt nice. So, Laborzugang. Ah, 6483. Könnt ihr euch das kurz für mich merken, bitte? Bitte. Reisetasche. Wofür brauche ich eigentlich die Reisetasche? Muss man gerade ein bisschen... Ich habe so viel Batterien, die ist ja null. Na, super. Eine Batterie gegen eine Batterie getauscht. Was ist da halt drin? Auch wieder eine Batterie. Ja, kriegt man wirklich hinterher geschmissen. So. Ja. Okay, gehen wir da mal rein. Und scannen wir mal ein bisschen. Oh, das habe ich ja schon. Mein Inventar ist voll. Ich will das alles mitnehmen. Ich habe so viele Batterien, komm. Brauche ich die Reisetasche? Kann ich hier noch irgendwas scannen? Databank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been Mikroskop. Updated. Ich hätte das Mikroskop schon ganz gerne. So, das andere habe ich ja schon. Mal kurz Luft schnappen. Sind wir jetzt? Hier geht es irgendwie nicht weiter, oder? Oh. Da bin ich hergekommen. Okay. Okay. Sonst irgendwas Wichtiges hier vergessen? Den Schrott? Oh ja. Guter Punkt. Weil das habe ich ja schon, oder? Diese Probenanalysator? Ne, den habe ich noch nicht. Glaube ich. Okay, sonst gibt's hier nichts. Ich habe den Mottenraum, aber immer. Also, ich habe immer noch nicht das gefunden, wofür ich eigentlich hier bin. Für die Motte. Ich glaube, dann kann ich zurück. Hier gibt's nichts mehr. Die Tasche brauche ich auch nicht, ne? Ich habe immer noch nicht das, wofür ich eigentlich hier bin. Gibt es hier sonst noch irgendwie einen Weg? Tasche ist nur Deko. Okay. Geht es hier vielleicht noch irgendwo dann lang, hier hinten? Nee, hier definitiv nicht. Am Feuer im Krebsraum. In der Mitte ist das Teil für die Motte. Wo ist denn der Krebsraum? Ist das hier der Krebsraum?
Und was soll ich hier löschen? Vor deiner Nase. Hm? Wo denn? Das Frachtmodul. Kleines Frachtmodul kommt da mit dem Seemottenkrebs. Das war's. Das kleine Ding. Okay. Ja, okay, nice. Gut, speichern. So, wir gehen jetzt mal raus hier, weil wir kommen jetzt gerade nicht weiter. War oben noch ein Code? Ne, wir haben alle Türen geöffnet. Alle Türen sind nun offen. Ein Mottenraum mit einem tiefen Modul. Aber wie komme ich denn da rein? Von wo? Von wo aus komme ich da hin? Ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir bis jetzt haben können. Krebsstock. Ich glaube, wir haben alles, was wir bis jetzt haben können. Das habe ich schon. Vom Eingang des Schiffs. Ich glaube, das haben wir schon. So. Komme ich denn da wieder hoch? Das hast du schon, das Mittenmodul. Okay. Aber wie komme ich hier wieder hoch? Gar nicht. Oh, da ist übrigens noch ein Wasser. Sehr gut. Am Rand. Kann ich das eigentlich auch? Oh, 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 Moment mal, Moment mal. Bevor wir hier jetzt wegdüsen wollen. Moment mal. Hallo? Was ist das denn hier? Mottenfragment! Ach, das habe ich schon. Okay. Ich habe mich trotzdem gefreut. Seemottenfragment. Das habe ich aber auch schon, ne? Ich sollte mich nicht so freuen. Oh Mann, verpiss dich. Okay, ich glaube, interessant, dass wir drin waren. Seemottendeck. Ach, das ist, das hatte ich aber alles schon. Was ist eigentlich hier? Da war ich ja auch noch nicht. Das hört ja gar nicht auf. Oder doch, hier war ich schon, oder? Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass da noch was auf dem Boden war, oder? Oh doch, voll gut. Super. Danke. So. Es ist jetzt Zeit für mich zu gehen. Wie kommen wir hier raus? Ist hier nicht irgendwo was, womit ich das hier unten aktivieren kann? Blockt. Am Rad. Was für ein Rad? Wo seht ihr hier ein Rad? Ich habe das Modul aufgenommen, oder? Ja, habe ich. Cool. Stufe 1. Geil. Wo seht ihr hier denn ein Rad, Leute? An der Seite des Aufzuges. So, ich kann da einfach hochgehen. Gut, soll mir recht sein.
Oh, meine Batterie ist leer. So. So geht's auch. So, das Spiel macht schon echt süchtig, muss ich sagen, ne? Speichern, guter Punkt. Wie weit sind wir jetzt eigentlich schon in der Story? Ich weiß es gar nicht. Nicht so weit, oder? Spielt's aber auch schon fast 8 Stunden. Muss das ein schönes Gefühl sein, überlebend hier rauszukommen? What a beautiful day. So, ich will jetzt zurück zu meiner Modde. Dem Krebs, der ist perfekt für Tiefen. Ey, geil. Da öffnen sich jetzt ja ganz neue Dinge hier. Cool. Und was ist das hier? Aurora-Treffpunkt. Der ist ja wurscht. Wir haben jetzt so viel eingesammelt. Ist ja absurd. Wie viel wir jetzt eingesammelt haben. In der Unterwasserhöhle? Nee, ich habe eine gesehen. Die war sehr gruselig. Da gab es extrem viele. In die Kapsel konnte ich, glaube ich, nicht. Oder? War das nicht die Nummer 4? Oh doch, da war ich schon drin. Da gab es extrem viele Quallen und dann Alex sagt, geh da schnell raus, geh da schnell raus. Und dann bin ich gegangen. Die in den Rettungskapseln sind alle gefressen worden. Schrecklich. Schrecklich. Aber wir pimpen jetzt erstmal zur Seemotte, dann können wir mal 300 tiefer, Meter tiefer gehen. Was ist das Tiefste, was man hier eigentlich schwimmen kann? Und wie tief kann man mit dem Krebs? Krebs kann bis zu 900 Meter tief. Geil. Das ist auf jeden Fall für Tiefen über 500. Geil. Jetzt geht's richtig ab. Let's get the party started. Du kannst jetzt upgraden. Nice. Was machen wir jetzt? Mod-Module mache ich jetzt rein. Ach, kann ich die hier reinziehen? Oder wie kann ich die jetzt reinziehen? Stimmt, die kann ich dazu reinpacken unten. Oh, sorry. Tiefstmöglichen sind 1700. Gibt noch ein Fahrzeug, das ist riesig und teuer. So typisch ich bin zu Hause, überall liegt nur Schmutz. So, wie kann ich das jetzt hier anwenden? Muss ich dazu hier drauf? Neptun-Startplattform bietet eine stabile Oberfläche von der Neptun aus abgewandt. Zyklop ist noch unbekannt. Krebs kann ich jetzt bauen. Aber ich will mal, wie kann ich die an die Motte an die Seite. Muss ich mir die unten ins Modul ziehen? Da steht doch irgendwas mit Erweiterung. Erweiterung ansehen. So. Bam. Bam. Das war's. Zyklop. Stofftier. Okay, mehr geht nicht. Aber hey, was hat's jetzt geändert?
War da nicht noch eine? Ne, ist nur eine Energiezelle. Das heißt, ich kann jetzt tiefer gehen. Und ich habe mehr Platz. Nice. So, ich pack mal kurz hier die Sachen rein. Oder hier. Die Poster und so. Können wir hier mal reinpacken. Aurora-Miniatur, ist ja ultra süß. Das ist alles Deko. Packen wir hier mal. Ach guck mal, das habe ich zweimal. Probenanalysator. Kann man den auch irgendwie verkaufen? Zyklop, Stofftier. Und ansonsten sieht das doch alles die Cap noch. Ultra cool. Ultra nice, Leute. Ich sag's euch. Die Modwelle hat mit dem Upgrade ein eigenes Inventar. Geil. Geil, geil. Ausrüstung. Schimmernde Luftpumpe. Habe ich noch was zu essen? Zu trinken? Nee. Okay. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Krebs bauen, mit der Motte weiter auf Tour gehen, uns alles anhören, was der Kommunikator uns zu sagen hat. Und ich freue mich schon sehr. Vielen Dank für alle Tipps. Danke für die Hilfe und ich freue mich für weitere Tipps und freue mich weiter, dieses Game zu spielen, weil es einfach mega Bock macht und süchtig macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt raus! Und lasst ein Abo da.